Augen auf, hören zu. Hier sind wieder Brainless Play, ich bin hier mit Ferner Verlay. Und ich mit Saffron und ich habe gerade keinen Plan, wo ich hin muss. Hier und dann die Treppe runter. Rechts, ja. Ja. Nachladen. So ja. Ja, ich habe viel Batterie verbraucht im letzten. Ja, Mal. Und ich habe, also mir ist gerade so eingefallen, vielleicht war es überhaupt gar nicht gedacht, dass man das Ding wieder zurückschiebt. Sondern, dass man sich unter dem Bett versteckt. Dass man ihn einfach dagegen ankämpfen lässt, weil der kriegt es ja eh nicht weg, oder? Ach so, das stimmt. Hat bisher noch keiner geschafft. Ja. Einfach Richtung Treppe, genau. Wir müssen ja erstmal wieder einen Stockwerk nach unten. Hier? Ja. Gut. Hier war eigentlich gerade mal noch nichts. Dann genau. Kann ich mich hier runterfallen lassen. Autsch. So. Der Stock wird niedriger. Hat es jetzt mal irgendwann mal gespeichert kommen. Eigentlich. Ich hoffe, dass er irgendwann mal gespeichert. Da kommst du nicht durch, okay. Wahrscheinlich musst du in den Keller. Ja, wir müssen in den Keller. Wäschekeller. Das wäre dann natürlich wieder typisch. Er ist in den Wäschekeller gefallen. Ja, ist ganz durchgefallen. Durchgefallen, Alter. Du bist durchgefallen. Okay, dann lass uns mal in den Keller gucken. Zu den Kellerkindern. Ich sehe mal wieder gar nichts. Ich habe mal wieder die dunklen Parts. Da leuchtet was. Eine Pfeil. Hallo, die gesamte Geschichte des Wallriders. Das wäre zu gut. Projekt Paperclip. Joint Intelligence. Auszug. REF. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Projekt Paperclip. Bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay. Well, dank toll. Hi. Na, alles klar? Bleib in der Ecke stehen und masturbier. Kein Problem. Wir gehen weiter. Der hat wohl jemand gesagt, der soll sich in die Ecke stellen. Ja, geh in die Ecke und schäm dich. Geht aus irgendwo anders lang? Also hier komme ich wieder zurück. Ja. Und wir dachten ja eigentlich... Der Kerl ist in den Keller gefallen. Normalerweise ist so ein Teil irgendwo in der Aufzug. Aufzug. Also so ein Aufzug normalerweise irgendwo an der Wand. Ja. In dem Raum schau ich nochmal. Die meisten Räume haben aber halt auch bloß Ausgänge an Wänden. Und hier ist an der Wand nirgendwo was. Ja. Okay, geh nochmal raus. Kann ich mich darunter verstecken? Nee. Okay, da ist auch alles zugemauert. Rechts. Kann ich mich hier durchzwängen? Nee. Ich kann mich durch jeden schmalen Spalt die durchzwängen. Dinger auch nix. Okay. Mit. Dann na doch gut. Auf dem Stockwerk. Das müsste da doch irgendwo hier rechts gewesen sein, oder? Ja. Du bist's wieder. Da, Laundry. Laundry, ah. Hier? Ich hab keine Ahnung. In das halb offen stehen, in die halb offen stehende Tür rein. Toilette. Ist eine Toilette. Frauentoilette. Nicht, sieht auch nicht besser aus als bei den Kerlen. Ja. Batterie. Gibt aber keine Pissoirs. Batterie. Okay. Batterien. Andere Richtung. Ja. Machen wir 180 Grad schnell. Okay, nö. Ich dachte, ich hätte blinken sehen. Laundry Room. Perfekt. Ich hoff's. Ja, da ist er doch. Du kannst Nachtsicht ausmachen. Ich hatte jetzt echt schon befürchtet, dass es jetzt heißt... Schlüssel für den zweiten Stock. Jetzt können wir die Treppe komplett hochlaufen. Super, danke Spiel. Ich hatte jetzt echt schon befürchtet, dass es jetzt heißt, du brauchst zwei Sicherungen, um hier zu öffnen. Nein, den Part habe ich ja für dich übernommen. Ja, nee, hier jetzt auch wieder. Ja. Ich könnte also mir... Also diese... Es ist echt repetitiv von der Mechanik her, was nicht toll ist. Mhm. Oh, Mann. Links hoch. Wo? Die Treppe hoch. Nein, das ist runter. Das ist mir gerade egal. Ich kann irgendwo anders mehr hin. Ja. Jetzt musst du in dem Keller auslaufen und dann hoch.
Ja, ich weiß. Oh, er hat dich nicht verfolgt im Keller. Ja, sie haben meistens ein sehr begrenztes Feld, wo sie hinrennen dürfen. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt sogar durch die Tür wieder durch, die er uns geöffnet hat. Möglich? Ja, doch. Stimmt, geh durch die Tür durch. Wo war das bloß? Da rechts lang und dann am Ende des Gangs links. Gut. Ach, nein. Mann. Jetzt links, gleich links! Ja gut, ich laufe nicht halt links. Und dann springen. Ja, klettern können die alle nicht. Nein, sowas machen sie nicht. Viel zu anstrengend. Und jetzt scharf rechts, weil wir haben jetzt den Schlüssel im zweiten Stock gefunden. Jo. Schön. Okay. Dann ins nächste Stockwerk. Schauen wir, ob hier auch wieder ein Loch im... Finde nein. 25 Sicherungen. Da ist das Loch. Das schaffen wir nicht. Probier's nochmal. Ich denke schon, dass das machbar ist. Ja, ja. Du musst bloß Punkte machen. Ja, die Sprünge sind... Follow the Brand. Schon wieder? Ach, danke. Wirklich? Das habe ich in dem Spiel ja noch gar nicht getan. Nur ungefähr die erste Stunde. Die letzten zwei Stunden. Nee, die letzten zwei Stunden nicht. Seit wir dem Schneidemeister begegnet sind, nicht mehr. Oh, dafür da ist das Blut. Deswegen gehe ich in die andere Richtung. Stimmt, wir brauchen echt Batterien. Wieso können wir nicht einfach die Batterien aus dem Walkie-Talkie nehmen? Das wäre zu einfach. Ich frage mich, ob Batterien vielleicht eine geheime Währung sind. So wie Zigaretten, Schnaps. Popo-Sex. Du kannst Popo-Sex nicht handeln. Doch, im Gefängnis also, gegen Schutz. Ja, aber es ist halt ein Gut, das sehr verbräuchlich ist. Kann ich mich hier verstecken? Ja. Aus irgendeinem Grund kann ich mich hier unter dem Bett verstecken, ohne Matratze. Mann. Hier. Na, danke. Wallrider, ich hab dich auch lieb. So, aber wo muss ich hin? Okay. Super. Genug Betten, unter denen man sich verstecken kann. Batterie! Meine Batterie, oh mein Gott! Ja, perfekt zum Nachladen. Ja, deswegen spielen wir halt auf schwer. Genau. Eigentlich spielen wir, als wenn ich das gedacht hätte, hätte ich auf leicht gespielt. Einfach bloß, damit ich was sehen kann. Damit es nicht ganz so Trial and Error ist. Kann man da hoch? Ja. Wow. Einfach wieder hochklettern. Es war bloß dazu da, um uns den Wallrider nochmal zu demonstrieren. Ja. Okay, dann links lang. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt endlich wieder auf Pater Martin treffen. Oh, ich will eigentlich nicht. Ja, das könnte das echt eklig werden. Ah, nochmal der Wallrider. Ja, jetzt wird's lustig. Es hat so ein bisschen das Finalgefühl jetzt, wo er so oft auftaucht. Ja, und ich hoffe halt auch, dass er jetzt so ein bisschen so uns erhilft. Da kam er her, da geht er hin. Also wo er herkam, mal gucken. Batterie, perfekt. Ja, da haben wir sie jetzt wohl tatsächlich hier aus dieser Kamera genommen. Ja. Okay. Okay. Nicht zu lange Batterien verschwenden. Da geht's nicht weiter. Oh, da ist das Blut. Da hat jemand gerade die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ah, ich hab's nicht gesehen. Oh. Lie? Lüge. Okay. Ich erkenne die Handschrift. Pater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an MKUltra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Ach komm. Die Handschrift. Ja. Ja, genau. Wie mit Handmalfarben. Ah, das wäre, wenn wir... Okay, da kommen wir her. Da kommen wir her, gut. Also. Schön dahin gehen, wo die Tür dir vor die Nase zugeschlagen wurde. Ja, ja. Follow the blood. Genau. Da lang.
Links. Da ist der Pfeil. Wow, shit, das sind die Penisbrüder. Ja. Was mache ich denn mit euch jetzt? Ja, einer geht in meine Richtung, einer in die andere. Ich habe hier irgendwo kein Versteck. Da ist ein Bett. Komme ich da drunter? Ja. Ja. Gut, warte, bis er an dir vorbei ist und dann rein in das Zimmer. Gut, dass du nicht gerannt bist. Ich gehe jetzt sogar in Sneak. Sneak. Okay. Musik, es ist gar nicht so spannend. Ja, doch. Naja. Ich glaube, du kannst normal laufen. Und dann mach hinter dir schön die Tür zu. Ja. So, da ist ein Bett, unter dem ich mich verstecken kann. Da ist eine Tür, die nicht aufgeht. Wahrscheinlich, ich hab's jetzt nicht testen wollen. Weil Türen gehen nur auf, wenn steht, drücke Maustaste zum Öffnen. Okay. Das heißt, ich muss wohl hier weiter. Ja. Einen Glaubenssprung. Jetzt ernsthaft? Will das Spiel mich verarschen? Oh, du kannst da wieder hochklettern. Du ja, musst einmal außen rumgehen, aber. Ah. So. Ich weiß ja nicht, was ich gerade getan habe, aber okay. Wow. Ja. Gibt's hier nochmal Batterien oder so? Da ist tatsächlich. Aber du brauchst hier keine Batterien, so hell wie das ist. Nee, deswegen lade ich jetzt auch gerade nicht nach. Sieht mir ein bisschen mehr teilweise, aber. Ja. Na, du kannst es anlassen, du siehst tatsächlich mehr mit dem Licht jetzt. Das ist ganz praktisch. So. Yay! Nochmal. Jump'n'Run, genau das, was ich in einem Horrorspiel will. Mhm. Rennen und springen. Darunter kann ich mich nicht verstecken. Okay. Da flüstert uns schon jemand wieder sexuelle Lieblichkeiten zu. Der Wallrider flüstert uns seine Liebesgeständnisse durch die Wände. Gut. Hauptsache, wir haben die Kamera dann noch wieder. Nein, nein, lass los, fang die... Oh, nee, Mann. Ja, jetzt haben wir keine Kamera mehr, das Spiel neigt sich dem Ende. Ja. Ja. Sehr gut, das war's mit unserer Kamera. Ich es geht echt zu Ende, also jetzt machen wir fertig. Ja, jetzt weiß ich echt nicht... Ja, ach wirklich, danke Spiel. Sag mir nicht sowas. Heißt das jetzt, wir müssen da tatsächlich runter? Nach dieser ewig langen Filmsequenz, wo er sich geweigert hat, da runterzufallen? Ja, aber war auch jemand, der ihn verfolgt hat, aber... Okay. Wir müssen jetzt wohl da runter. Wir müssen noch weiter runter. Das ist tatsächlich eine nur lustige Mechanik. Aber die hätte ich früher im Spiel gemacht. Damit der Spieler weiß, das kann nochmal passieren. Da ist zu dunkel, da wirst du nicht lang gehen. Ah, doch. Ja. Das ist ganz einfach. Jetzt kannst du dich nur dahin bewegen, wo auch Licht ist. Hier bin ich aber auch relativ... Ich habe die ganze Zeit... Safe Spot für Verfolgungen oder rüberklettern? Ah. Oh, ich dachte schon, ich überrasche jemanden. Ah, aber links ist ein Loch nach unten. So. Ich denke, wir sind jetzt auf dem richtigen Stockwerk. Jetzt müssen wir nur noch den Camcorder finden. Yay! Ja, jetzt haben wir unsere einzige Waffe verloren. Was heißt hier Waffe? Naja, Licht, wo andere kein Licht haben. Oh Mann! Ja, ich wusste, dass er da sein musste, aber oh Mann! Ich sehe halt echt gar nichts. Und da liegt er, links auf dem Boden. Ah ne, das ist bloß eine blaue Wasserflasche. Tut mir leid. Sind wir überhaupt noch schon so weit? Ja, eigentlich schon. Wie geht's dir? Ich seh nix. Meh.
hier drin? Vielleicht? Nein, noch nicht. Nee, nee. Oh Mann. Oh. Es ist leider überhaupt nicht gruselig. Ah, doch. Da vorne liegt er. Schön aufgebahrt auf einem Podest. So. Ich heb ihn auf. Hallo? Wow, das Ding macht so viel Lärm. Licht die ganze Zeit. Ernsthaft? Junge! Lauf außen rum und versuch's von der anderen Seite. Außen rum ist leichter gesagt. Da. Okay. Finde einen Weg in den zweiten Stock. Naja. Ich sehe nichts. Ohne Batterien. Ach du Schande. Toll. Haben die mich jetzt verfolgt oder nicht? Wenigstens hat es gerade gespeichert. Perfekt. Dann kann ich ja da beim nächsten Mal anfangen. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, einen Kommentar oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir Outlast spielen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. C ist Crouch. Ach, jetzt wieder. Jetzt ist C Crouch. Da lang. Geh da weg. Ah, da waren wir auch schon mal draußen. Ein besondere hydraulische Geräte für das Badehaus konstruiert. Oh, 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 oh. Er gibt uns gerade Hinweise. Red nochmal mit ihm. Oh, ich wollte jetzt. Ich gehe später nochmal zu ihm.